Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, ich sitze mal wieder im Auto. Ich stehe gerade an einer Ampel, deshalb ist der Motor jetzt auch nicht so laut wie sonst immer. Ja, ich fahre gerade auf ein Modellbahntreffen. Es ist nicht das Treffen, was ich sonst immer ankündige. Also meistens sind es ja irgendwelche Fremdtreffen. Jetzt handelt es sich um ein paar Modellbahnkollegen, mit denen ich zusammen in einer WhatsApp-Gruppe bin. Das Ganze nennt sich Modellbahnfreaks. Ja, da sind viele angenehme Leute, auch viel Fachkompetenz. Also sind leider nicht alle auf dem Treffen. Also ist ja, das ist, Treffen ist im Erzgebirge. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Mitte von Deutschland. Obwohl das hier Mitteldeutschland ist, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, das ist für manche natürlich auch ein weiter Weg, wenn da scheut man sich vielleicht. Gut, ist ein bisschen schade, ist schon. Ja, naja, und ich lerne die Leute jetzt alle dann persönlich kennen. Also wir haben natürlich, ich meine, WhatsApp-Gruppe, ne? Da schreibt man sich immer mal, dann wird immer mal das eine oder andere Bild rumgeschickt. Dann werden immer mal Fragen gestellt, wie macht man dies, wie macht man jenes. Es wird über Sachen diskutiert. Ja. Die letzte Diskussion, die ich hatte, war die Korngröße bei H0-Schlotter. Da hatte ich eine andere Meinung, ihr kennt mich ja. Ja, ja. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, also man kennt sich und also zumindest online, und jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, wo man sich auch mal richtig nach Corona mal richtig trifft. Also wir wollten vor 2 Jahren schon mal ein Treffen machen, allerdings war das, glaube ich, in Franken, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das ist aber wegen Corona ausgefallen, das war, naja, vor 2 Jahren halt. Ja, und jetzt ist es nun endlich, wenn auch nicht in Franken, sondern im Erzgebirge. Ja, lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ne? Ich muss mir wirklich mal angewöhnen, im Auto ein Ansteckmikrofon zu verwenden. Das ist, der Motor war wirklich ein bisschen laut. Aber wie gesagt, ich mache es eben gerne so, weil ich mich da irgendwie immer ein bisschen besser konzentrieren kann im Auto. Ja, aber nun zum Thema. Der Ort war Popershau und wir sind dann, haben uns dort getroffen und sind dann in Richtung Marienberg gelaufen, um die Firma Auhagen zu besuchen. Wer übrigens Modellbahnmotive sucht, ist also im Erzgebirge goldrichtig. Also wir haben dort sehr, sehr viele Sachen gesehen, die also sehr modellbahnkompatibel waren. Unter anderem diese wunderschöne Brücke, Kreuzung von Straße, auf der anderen Seite fließt auch noch ein Bach und hier sehen wir schon den Auhagen-Shop. Wir haben dann im Moment gewartet, weil wir dort eine Führung von einem der Geschäftsführer bekommen haben. Ja, und wenn man das so sieht, ist die Firma ist überraschend klein, muss man sagen. Aber eben sehr schön und sehr familiär und ja, also schauen wir mal rein. Das erste, was mir so über den Weg lief, war also diese Vitrine. Mit, naja, das sind so ein bisschen die Historie von Auhagen, was sie so in früheren Zeiten so alles Schönes gemacht haben. Ja, und da habe ich also einiges wiederentdeckt, was so auf meiner allerersten Anlage gestanden hat und was irgendwo in irgendwelchen Kästen noch bei mir rumliegt. Da mein Handy den Originalton leider nicht so gut aufgenommen hat oder immer so diverse Störgeräusche sind, habe ich den hier ein bisschen zurückgedreht. Und ich spreche also auf das Video, obwohl hier der Geschäftsführer hier gerade seinen Vortrag hält. Es ist auch nicht so vollständig, was ich da so aufgenommen habe. Wir befinden uns hier im Werkzeugbau. Bei Auhagen ist es ja so, dass die also nicht nur für ihre eigenen Gebäude und Zubehörteile, mit denen sie da den Markt beliefern, herstellen, sondern auch für andere Hersteller, also die den Spritzguss machen.
Oh, eins davon ist zum Beispiel PMT. Wo ich jetzt gar nicht weiß, ob es da in der Vitrine dran stand, aber auf jeden Fall, man kennt ja die Fahrzeuge. Ne? Also da, hier war dann noch die Frage, wie teuer so eine Maschine ist. Ne? Da ist dann die Rede von 150.000 bis endlos dann die Antwort gewesen. Also da, ja, naja, es ist schon tolle Technik. Hier haben wir mal so ein fertiges Werkzeug, mit dem dann in der Spritzmaschine die, naja, die Modelle dann gefertigt werden als Kunststoff. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir hier waren. Hier sind wir auf jeden Fall in einem Rahmen, wo also die zu dir Rahmen gebaut werden, die man dann auf der Messe sieht. Na, um dann die Produkte entsprechend vorzustellen. Ja, und hier sind wir quasi in der Schatzkammer. Hier sind also in dem Raum die ganzen Werkzeuge gelagert für die einzelnen Modelle und werden eben hier auch, wenn sie, bevor sie in den Einsatz kommen, werden sie also auch gepflegt. Na, hier im Hintergrund, Bild flimmert ein bisschen dunkel da hinten. Ja, sind also die ganzen. Ich hatte also auch mal eine Führung bei Rocco und da ist das natürlich alles viele Nummern größer, aber ist natürlich hier so beeindruckend, wie so eine Firma, die so um einiges kleiner ist, dann das eben alles so handelt. Na, ist eben auch, naja, halt Familienunternehmen. Also die ehemalige Chefin hat da zwei Mitarbeitern des Betriebes sozusagen die Firma übergeben. Na, also normalerweise hätte man sich da nach Investor umgesehen und hätte dann, was weiß ich, Faller noch irgendwas, keine Ahnung, das weiterverkauft, und das ist eben hier nicht passiert, Gott sei Dank. So, dass das alles auch hier am Standort geblieben ist. Und nicht in irgendein exotisches Land ausgelagert wurde. Wobei man natürlich sagen muss, dass hier sehen wir übrigens diese Spritzmaschinen, wobei man natürlich sagen muss, es ging ja durch die Presse, dass das Erzgebirge, naja, der Ort in Deutschland ist, wo die schlechtesten Löhne bezahlt werden. Na, und mittendrin ist Erhagen. Ja. So, und hier wird dann noch die Spritzmaschine erklärt, die hier gerade dabei ist, eine Dachplatte, also eine Ziegelplatte herzustellen, die also dann irgendwann demnächst in den Handel kommt. Ja, die dann. Übrigens, ich habe hier leider in meinem Gimbal die Kamera verkehrt rum eingebaut, weshalb man jetzt hier dieses Gelenk von dem Gimbal sieht. Also es sind so, ja, es ist eben live, ne? Da passiert immer mal was Komisches. Das Bedrucken der Modelle hatte Erhagen lange, wie sagt man so schön, outgesourced. Und es war also auch jemand aus dem Erzgebirge und der hat allerdings das Geschäft aufgegeben. Deshalb musste da schnell gehandelt werden und hier eben sozusagen diese Bedruckung ins Haus geholt werden. Als wir da waren, wurde da also gerade Multicar bedruckt. Hier noch sozusagen der Rohling. Und im nächsten Bild sieht man, dass da also noch viel Arbeit ist. Die Lampen sind hier allerdings schon bedruckt. Großes Problem bei Herstellern ist immer das Thema Lager. Leider sind ja viele Modellbahnhersteller dazu übergegangen, Produkte zu produzieren, also die in den Katalog zu nehmen, die zu produzieren. Dann werden sie ein paar Wochen verkauft und dann, naja, dann sucht man sie über Jahre und erzielen sie bei eBay meistens fantastische Preise. Hier ist es so, dass wirklich alles, was im Katalog von Erhagen ist, hier in dem Lager steht, das ganze Jahr produziert wird und dann entweder sofort oder Weihnachten ausgeliefert wird. So, nun
kaufe ich leider selten was von Erhaken, deshalb weiß ich nicht, ob ich das so bestätigen kann, aber das klingt erstmal sehr, sehr kundenfreundlich, ne? Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass eben die Produktion nicht erst in China in irgendeinen Container gepackt werden muss und dann hier irgendwann mal ankommt, sondern es ist quasi schon da. Ja, hier wurde erzählt, das ist also ein Muster für die Kollegen dort, die das alles einpacken. Ich wollte jetzt nicht so viel Personen dort filmen. Ich muss ja dann immer fragen. Und deshalb habe ich jetzt hier sozusagen nur den Kasten fotografiert und die Kollegin hat dann fleißig eingepackt. Ja, hier der Erhaken Shop. Da sind wir dann quasi alle eingekehrt und es wurde auch einiges gekauft. Dort war also auch, weiß nicht, ob da alles stand oder ob da große Teile zumindest hier, war ich ein bisschen überrascht, dass es ein Stellwerk von Oschatz gibt. Ich hätte eigentlich eher das Teil hier vorne fotografieren sollen, den Prellbock, der war nämlich auch sehr interessant. Und naja, hier halt Wagen mit Inneneinrichtung, also sehr nett gemacht. Ja, und dann haben wir unseren Multicar, den wir vorhin ja gesehen haben, wie er bedruckt wird. Und hier ist quasi sozusagen das Endprodukt, so wie es dann im Laden steht. Das war auch sehr interessant. Also Weichen, Gleisbett in TT, also wird den TT-Bahner, brauchst später ein paar Profile zu kaufen, ein bisschen Fleißarbeit und dann hat er für, was weiß ich, 2 € eine Weiche oder so. Na, und indem er die sich einfach selber baut. Hier haben wir noch diese wunderschöne Uhr, die hier außen am Laden hängt und die allerdings auch in der Produktion bei Erhaken ist. Ja, und mit diesem Bild, was wir vorhin schon gesehen haben, nehmen wir wieder Abschied von der Firma Erhaken und schauen uns mal an, was sonst noch so passiert ist. Ja, wer mal Urlaub im Erzgebirge machen will. Also wir waren ja in Pobersa, das ist ein Ausblick von meinem Hotelzimmer, das hatte ich ganz allein. Das hat mich 40 € gekostet und das war eigentlich ein Palast, ne? Also preiswerter, preiswerter mit dem Standard, den man dort hat, ist eher schwierig. Es gibt da noch ein Schaubergwerk, den Morschner Stollen. Der stammt in den Teilen, in denen wir ihn begangen sind, aus dem 16. Jahrhundert. Na, also das ist also Bergbau, wie wir ihn uns heute kaum noch vorstellen können, der auch nicht vergleichbar ist mit dem, was man vielleicht so aus dem Ruhrgebiet kennt. Da wurde ohne Maschinen und nur mit Schlägel und Eisen, so habe ich mich belehren lassen, heißt das, ja, Erze abgebaut. Ne? Also hier wurde Zinn und Silber und noch ein paar andere Dinge abgebaut. Das, was wir jetzt hier sehen, ist natürlich etwas neuerer Natur, um das Ganze hier begehbar zu machen und zu sichern. Ich muss auch gleich dazu sagen, für besonders große Leute, also wie mich, ich bin ja über 1,90, oder für Leute, die besonders breit sind, ist es eher nicht so günstig in dem Stollen. Er ist sehr eng. Man hat einen Helm auf, man hört ständig den Helm irgendwie am Gestein aufschlagen. Das ist schon ein bisschen Abenteuer ist damit dabei. Hier habe ich aus der Ferne gedacht, oh, was ist denn das für ein grünes Kristall? Es hatte gelogen. Es war Moos, was sich unter der Lampe gebildet hatte. Hier sind wir am nächsten Tag. Da gab es einen Ausflug unter anderem nach Wolkenstein. Da gibt es hier ein Zughotel und Zugrestaurant, wo wir dann hier in diesen Schlaf- und Speisewagen, die da stehen, essen und schlafen kann. Letzteres haben wir nicht gemacht. Ersteres haben wir nur am Kiosk, weil das Restaurant geschlossen hatte. Hier nochmal ein Schwenk über einen Teil der Anlage. Na, alte Reichsbahn mit Trupperwagen. Und Schlafwagen, da steht noch eine Kö. Und ja, haben wir auch noch was Schönes. SKL, jetzt fällt mir so ein. SKL heißt das Ding, glaube ich. Also wie gesagt, ich sage dann immer, ich bin also gefragt worden dort vor Ort, was ist das?
Scheinbar gelte ich als Eisenbahnexperte. Und meine Antwort war sofort: keine, nicht meine Epoche. Ist es auch wirklich nicht. Also, ich, wie gesagt, das ist ja so ein DDR-Produkt. Ja, hier noch die gegenüberliegende Straßenseite ist also auch hier sehr schön gemacht. Gibt es also auch diverse Restaurants. Dann ging es noch weiter an einen Ort, den wir uns jetzt leider hier für das nächste Mal aufheben müssen, weil wir sind jetzt hier schon bei über 15 Minuten Video. Das würde also, wenn ich das alles zusammen mache, weiß ich nicht, bis zu einer Stunde gehen oder was auch immer. Das ist natürlich dann ein bisschen lang. Deshalb wird das aufgeteilt in zwei Videos. Wir haben also hier eine Modellbahnausstellung und zwar die größte Spur-1-Anlage Europas, die mit erzgebirgischen Motiven versehen ist. Ja, hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das ist also doch recht groß. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ja, aber ihr könnt euch dann schon mal auf die nächste Folge freuen, die dann wahrscheinlich, wenn ich das Video fertig kriege, nächste Woche dann zu sehen ist. Zum Abschluss noch ein paar schöne Bilder aus Bobersau. Vielleicht auch zum Nachbauen. Hier ging es mir einfach um das Thema Waldsaum, na, der ja auch immer mal gerne vergessen wird. Und hier haben wir dann noch ein schönes Gewässer, das da durch den Ort floss. Ja, in diesem Sinne hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.